Genesung und Rückbesinnung. Frankfurt, 1.9.2015. In den folgenden Wochen und Monaten seiner Genesung hatte Alex ungewohnt viel Zeit. Und obwohl er vom Unfall noch stark gehandicapt war, begann er, sein Bücherregal aufzuräumen und alte Fotos zu sortieren. Dabei fielen ihm einige 2,5-Zoll-Disketten in die Hände und er war erinnert an seine Zeit in Aachen. Er besorgte sich ein altes Laufwerk und überspielte den Inhalt der Disketten auf seinen PC. Währenddessen sah er seine alten Aufzeichnungen durch und freute sich noch immer an dem großen Reichtum, den die Bibel und der Herr der Bibel ihm eröffnet hatten. Erneut vertiefte er sich in das Thema der Wiedergeburt Jerusalems und da sein Bibelwissen im Lauf der Jahre an Umfang zugenommen hatte, ergänzte er viele neue Stellen, die er im Lauf der Jahre gefunden hatte. Hierzu gehörte auch eine Stelle in Matthäus 24, in der Jesus selbst auch einmal von Wehen sprach. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, »Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt?« Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, »Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen.« Plötzlich war alles wieder da. Er ergänzte die Stellen in seiner alten Ausarbeitung um seine neuen Erkenntnisse, formatierte Überschriften, fügte ein Inhaltsverzeichnis hinzu und ergänzte Fußnoten und Querverweise, um das Thema auch für Dritte verständlich zu machen. Er bereitete alle Texte neu auf und systematisierte ihre Zuordnung. Er verglich die Ergebnisse, die er im Alten Testament fand, immer wieder mit Parallelstellen aus dem Neuen Testament. Aus seiner Tätigkeit als Sachverständiger und Gutachter war er gewohnt, alle Aussagen, die er in seinen Immobiliengutachten traf, nachvollziehbar zu begründen. Und es war gängige Praxis, dass Gutachten so geschrieben werden mussten, dass sie auch unbeteiligten Dritten verständlich waren. Äußerungen, die lediglich auf Annahmen beruhten, mussten auch als solche gekennzeichnet und relativiert werden. Ein Gutachten bestand aus Fakten und aus Gegebenheiten, die aus der Vergangenheit abgeleitet werden konnten, um zukünftige Entwicklungen damit zu beschreiben. Aber es musste immer wieder deutlich gemacht werden, dass zukünftige Entwicklungen, zum Beispiel bei Mietänderungen oder bei verändertem Marktgeschehen, nicht im eigentlichen Sinn vom Sachverständigen vorausgesagt werden, sondern lediglich aus den Kenntnissen der Vergangenheit auf die Zukunft interpoliert werden konnten. Je weiter eine Aussage oder ein Stichtag in der Zukunft lagen, desto ungewisser war natürlich deren Eintreffen. Und es gehörte ganz selbstverständlich zur professionellen Arbeit eines Gutachters, den Leser im Gutachten darauf hinzuweisen. Dies geschah selbstverständlich zur Vermeidung von Haftungsrisiken, aber es war auch ganz einfach ehrlich zuzugeben, dass niemand in die Zukunft schauen kann. Diese Arbeitsweise war ihm viele Jahre lang eingebläut worden und er war der Meinung, dass dies auch bei der Bearbeitung biblischer Texte durchaus angezeigt war. Es gab zu viele, die über die Bibel spekulierten, die Texte ungenau lasen und ungenau zitierten und dann Schlussfolgerungen zogen, die schlichtweg falsch waren. Sie führten dazu, dass endzeitliche oder prophetische Auslegungen unter Christen vermehrt zu Argwohn führten, da schon zu viele Aussagen gemacht wurden, die nicht eingetroffen waren, was für die Betreffenden natürlich sehr peinlich war, aber vor allem die Bibel selbst in Misskredit bringen konnte. Nach und nach hatte sich unter der Christenheit die Meinung verfestigt, dass niemand wissen könne, wer zum Beispiel die beiden Zeugen aus Offenbarung 11 sind. Niemand könne wissen, wann die Entrückung sei. Und scheinbar wusste auch niemand, wo die Wiedergeburt im Alten Testament zu finden wäre, außer natürlich in Hesekiel. Aber es hatte immer den Anschein, dass der Verweis auf Hesekiel ein hilfloser Versuch war, diese doch so wichtige und drängende Frage auf irgendeine Art und Weise zu beantworten oder wenigstens abzuwiegeln. Irgendwie hatte man sich mit all dem abgefunden und es gab andere, modernere Themen, die der Christenheit aufgezwungen wurden. Zum Beispiel das unselige Thema der Homosexualität, der Charismen, Fragen zur Musik im Gottesdienst und andere Undinge, die vom eigentlichen Glauben wegführten oder die Gemeinden daran hinderten, sich mit dem Kern des Evangeliums zu beschäftigen.
Alex bemerkte einmal in einem Gespräch mit einem Pastor schmunzelnd, dass in dem ganzen Reigen eigentlich nur eine Predigt über die linke Sandale des Pharaos von Ägypten fehle. Das wäre dann der Gipfel der Nebensächlichkeit, mit der man sich noch befassen könne. Aber das war nicht Alex' Art, die Bibel zu lesen. Er wollte zum Kern der Dinge vordringen. Beim Durchsehen der Texte erinnerte er sich an 1. Thessalonicher 5 und schlug die Stelle erneut auf. Paulus schrieb hier: Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Es war einfach erstaunlich. Paulus musste von der Wiedergeburt Jerusalems gewusst haben, und damit nicht genug. Er musste mit den Thessalonischern hierüber gesprochen haben. Im vorangehenden Kapitel 4 hatte er noch von der Entrückung gesprochen und hatte die Thessalonicher hiermit über die schweren Zeiten der Verfolgung und den Verlust lieber Angehöriger, die im Herrn gestorben waren, getröstet. In Kapitel 5 schrieb er dann aber, dass die Thessalonicher sehr wohl Bescheid darüber wüssten, dass der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht komme, und dann sagte er diesen denkwürdigen Satz: Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Alex war schon seit vielen Jahren klar, dass Paulus mit den Wehen und mit der schwangeren Frau nur Zion gemeint haben konnte, weil so überwältigend viele Stellen im Alten Testament hiervon sprachen, und alle bezogen sich ausschließlich auf Jerusalem. Beim erneuten Lesen jedoch wurde ihm plötzlich klar, warum Paulus die Wehen als Verderben beschrieb. Das Verderben, das die Wehen auslöst, ist die Belagerung der Stadt Jerusalem. Diese Wehen führen dazu, dass die Stadt Jerusalem an einem Tag wiedergeboren wird. Das war aber noch nicht alles. Alex lehnte sich zurück und dachte nach. In Gedanken betete er zu Christus und bat erneut um Verständnis. Wenn er das, was er jetzt wusste, zusammenfügte, dann würde das bedeuten, dass Jerusalem am Ende der Zeit, denn Paulus sagt, dass das alles irgendwie im Zusammenhang mit der Entrückung sein muss, dass Jerusalem also am Ende der Zeit in einen Krieg verwickelt wird und sich genau das wiederholen wird, was jeweils bei Hiskia und Jeremia geschehen war. Die Stadt würde Geburtswehen ereilen. Allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass diese Geburt nach dem Pfingstfest aus Apostelgeschichte 2 geschehen wird. Auch Jesus sprach doch in seiner Endzeitrede von Wehen und von Geburt. Und wenn er sich richtig erinnerte, dann sagte Micha in Kapitel 5, dass die, die gebären soll, auch gebären wird. Das würde somit bedeuten, dass an irgendeinem Tag in der Zukunft, der niemandem bekannt ist, Israel in einen Krieg verwickelt und besiegt wird. So war es damals bei Hiskia. Dann wird die Stadt Jerusalem angegriffen und belagert, wie bei Hiskia und Jeremia. Diese Belagerung ist das Verderben, das Paulus in 1. Thessalonicher 5 meinte. Ganz offensichtlich wird dann Jerusalem, die Tochter Zion, in Wehen kommen, so wie Jesus sagt, und wird, so wie Micha sagt, zur Wiedergeburt kommen. Aber das würde ja bedeuten, dachte Alex, dass die ganze Stadt Jerusalem an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus kommt. Dann würden ja alle Juden, die dann in der Stadt Jerusalem wohnen und belagert werden, Christen werden. Sofort drängte sich ihm die Frage auf, ob das die gleiche Wiedergeburt sein könnte, die Christen in aller Welt seit 2000 Jahren erleben. Natürlich, dachte Alex, es gibt nur eine Wiedergeburt in der Bibel. Und Paulus sagt, dass die für Juden und für die Heiden gilt. Das Unerhörte vor 2000 Jahren war, dass Paulus sagte, dass auch die Heiden wiedergeboren werden würden und zum Leib Jesu Christi dazugehören. Das Unerhörte heute ist aber, dass auch die Juden am Ende der Zeit und hier besonders die Stadt Jerusalem die Verheißung haben, wiederum Jesus Christus zu erkennen. Wenn das wahr ist, dachte Alex, dann müssen wir unsere Auslegungen über die Zukunft komplett neu überdenken. Wenn ich das in der Gemeinde sage, dann wird das jede Menge Fragen aufwerfen und wahrscheinlich auch einiges an Gegenwind. Aber wenn er sich neu vergegenwärtigte, was er selbst in der Bibel gefunden hatte und wie sich diese Bibelstellen zu einem großen Ganzen zusammenfügten und dass er damit Johannes 3 verstehen konnte und Matthäus 24 und 1. Thessalonicher 5, und auch Micha 4 und 5 und Jeremia 4 und Jeremia 6 und Jeremia 13, dann war das Plausibilisierung genug für den Sachverständigen Alex. Er konnte einfach nicht mehr zurück. So viele Jahre dachte er nun über diese Bibelstellen nach
Und heute war der Tag, an dem er die Entscheidung traf, nicht den Auslegern und den Auslegungen zu folgen, sondern der Bibel selbst. Er freute sich darüber, dass diese Sicht, begründet durch niemand Geringeres als die Heilige Schrift selbst, für ihn zur endgültigen Gewissheit wurde. Würde Jesus heute ihn, Alex, nach der Wiedergeburt im Alten Testament fragen, so wie er das damals mit Nikodemus tat, dann wüsste er, Alex Christoph aus Frankfurt, die Antwort. Das genügte ihm. Er setzte sich an seinen Computer und fasste die Gedanken zusammen. Er schrieb den ganzen Abend bis tief in die Nacht und war in einer tiefen und gewissen Freude bei der Arbeit. Am nächsten Morgen las er sein Manuskript seiner Frau Andrea vor. Die Gedanken waren für sie nicht ganz einfach zu verstehen und in den nächsten Tagen diskutierten sie immer wieder intensiv am Frühstückstisch über das Thema. Für Alex war das eine wichtige Erfahrung. Er erklärte jemandem die Wiedergeburt Jerusalems, der bislang noch nichts davon wusste. Und er lernte daran, sich in sein Gegenüber zu versetzen und dieses nicht mit zu viel Informationen zu überfordern. Es dauerte einige Wochen, bis seine Frau nach und nach verstand. Diese Gespräche über die Bibel waren sehr tief und sie taten seiner Ehe gut. Nicht, dass seine Ehe schlecht gewesen wäre, aber die gemeinsame Beschäftigung mit Gottes Wort erzeugte eine tiefe Gemeinschaft zwischen ihm und seiner Frau. Was für eine schöne Nebenwirkung des Wortes Gottes, dachte Alex. Nach dem Frühstück ging Alex zurück in sein Arbeitszimmer und sein Blick fiel auf seine NAS. Die NAS ist ein kleiner Server, der aus einer oder mehreren Festplatten besteht, die übers interne Netzwerk mit einem oder mehreren PCs verbunden sind und der im weitesten Sinne als Datenspeicher dient. Das NAS ist immer auch mit dem Internet verbunden, damit man, so die Werbung, weltweit von außen auf seine Daten zugreifen kann. Als er sich an den PC setzte, fiel ihm auf, dass der Rechner ungewohnt langsam reagierte. Er hatte Mühe, die Fenster auf dem Bildschirm zu schließen und er beobachtete schließlich ein heftiges Flackern des Bildschirms. Was war nur los? Er fuhr den Rechner runter und versuchte, ihn erneut zu starten. Bis der Rechner hochgefahren war, verging fast eine halbe Stunde. Er rief einen der vielen PC-Berater in Frankfurt an und bat ihn vorbeizukommen. Irgendetwas schien mit seinem Rechner nicht in Ordnung zu sein.